und herzlich willkommen zu Spessart im GD. Heute geht es mal um das Aufschreiben in der Bienenzucht. Es gibt viele verschiedene Arten von Stockkarten auf dem Computer und so weiter. Nur haben die alles gleiche Problem, man kann den Computer schlecht mit auf den Bienenstand nehmen. Deshalb braucht man irgendwas, wo man drauf aufschreiben kann. Die Stockkarten, die ich so finde im Internet oder von Deutschen Imkerbund, die gefallen mir alle nicht so richtig. Deshalb habe ich mal da meine eigene entwickelt. Wie die aussieht und wie ich die benutze und wie ich die auswerte, das zeige ich jetzt mal hier in diesem Film. Macht's ab! Ja, heute wird's mal ein bisschen theoretisch, aber das gehört natürlich genauso zur Imkerei wie das Arbeiten am Volk. Und zwar geht's ums Aufschreiben in der Zuchtwertschätzung im Speziellen. Ich finde, da werden dem Züchter nicht genügend Arbeitsmaterialien, Werkzeuge zur Verfügung gestellt. Und deshalb habe ich mal mein eigenes Werkzeug gebastelt. Sage ich mal, es ist nicht perfekt, aber es erleichtert mir die Arbeit ungemein. Ich habe hier mal die Stockkarte, eine Stockkarte des Deutschen Imkerbundes. Die ist eigentlich konzipiert für den normalen Imker, dass er seine Völkerführung hier dokumentiert. Für den Züchter, gut, man hat ein paar Elemente mit reingenommen. Das ist erstmal die Honigleistung, die hier als Gesamthonigleistung dargestellt wird, und Wabensitz und Sanftmut. Aber wenn man die Erklärung dann da unten liest, ist es eigentlich nicht sehr zweckmäßig. Das heißt, würde ich diese Stockkarte benutzen, und ich habe sie schon benutzt, dann kann ich zwar wunderbar aufschreiben, wie viel Eier im Volk sind, wie viel offene, wie viel verdeckelte Brut, was ich genommen habe, wie viel Mittelwände Waben, wie viel Brut ich entnommen habe, wobei die Entnahme von Brut natürlich und irgendwelchen Waben in der Zuchtwertschätzung sowieso nicht praktiziert wird. Einwinderung, Totenfall, interessiert uns alles in der Zuchtwertschätzung eigentlich wenig. Das heißt, ich muss die ganze Chose hier hinten reinschreiben, Nadeltest und so weiter. Gut, da hat uns die AGT, Arbeitsgemeinschaft Toleranzzucht, auf ihrer Webseite ein paar Formulare zur Verfügung gestellt. Erstmal Formular für den Nadeltest, das können wir uns mal kurz, ganz kurz angucken. Ist eigentlich ganz hübsch. Ich muss jedes Mal, bei jedem Volk, in dem ich Nadeltest mache, muss ich hier alles eingeben, Zuchtbuchnummer, Volk und Zellen, die nicht ausgeräumt sind. Ich mache das andersrum, ich tue die voll ausgeräumten Zellen notieren. Beispiel 20 sind ausgeräumt, dann kriege ich hier gleich das Ergebnis. Kriege ich gleich das Ergebnis hier, Ausräumrate 60%, insgesamt 60 bei der zweiten Messung, sagen wir mal, sind 30 ausgeräumt worden, dann kriege ich es automatisch ausgerechnet. Ja. Jetzt haben die aber nicht gedacht, dass ich das ja am Volk aufschreiben muss auf ihren Zettel, dann muss ich heim, muss den Computer anmachen, muss das hier reinschreiben und dann muss ich das nochmal in BeBreed eingeben. Das ist ja dreifache Arbeit und ist eigentlich überhaupt nicht akzeptabel. Deshalb, ich weiß gar nicht, ob es jemand benutzt, ist dieses Ding einfach für meine Begriffe unglücklich bis sinnlos. Das gleiche gilt für das Formular für die Befallsentwicklung. Ich habe mir das mal genauer angeguckt. Das heißt, die drei Kontrollen während der Saalweideblüte ist da gemeint, steht es da früher zur Zeit der Saalweideblüte. Aber wenn ich jetzt da eingucke, hier sind 0 Milben gefallen, hier sind 2 Milben gefallen und hier sind 5 Milben gefallen, sage ich mal. Da habe ich zwar ein bisschen, das rechnet es mir automatisch aus, aber ich muss wieder am Bienenstand aufschreiben, ich gehe da rein und BeBreed rechnet mir das natürlich genauso aus wie dieses Formular. Also eigentlich zu Darschauungszwecken vielleicht gut, aber für die Praxis eher ungeeignet. Okay, vergessen wir das. Da habe ich mir gedacht, okay, ich brauche eigentlich eine Stockkarte, mit der ich zurechtkomme, mit der ich am Bienenvolk wenig Arbeit habe und
fürs Eintragen in BeepRead wenig Aufwand habe. Das heißt, ich müsste eigentlich das, was BeepRead von mir will, die Daten, die BeepRead von mir verlangt für jedes Volk, die will ich direkt in einer Stockkarte haben, direkt am Bienenvolk erfasst und die ich dann 1:1 im BeepRead eintragen kann. Ohne viel rumzuschnörkeln, ohne viel im Zettel zu wuseln. Das war eigentlich immer mein Problem. Ich musste die Zettel suchen, die waren dann irgendwo im Auto. Und dann wurde es spät im Jahr und dann bekam man noch Ärger mit dem Zuchtobmann. Das ist eigentlich, ne, so viel Aufwand. Diese Zeit will ich lieber bei meinen Völkern verbringen. Das heißt, eigentlich die Konsequenz, ich habe gesagt, ich spiegel eigentlich, ich gucke mir genau an, was will hier BeepRead von mir? Das ist jetzt das Formular für die Zuchtwertschätzung für ein Volk. Ja, das ist jetzt die Zucht, eine fremdgeprüfte Königin. Und haben mir gesagt, okay, was wollen die? Erstmal die Abstammung, okay, die werde ich auch in meine Zuchtkarte mit einnehmen. Und dann die Leistung. Teiltracht 1, Teiltracht 2, Teiltracht 3 wollen die von mir wissen. Das war ziemlich gutes Volk, 90 Kilo hat es gebracht. Aber dieses Jahr hat es nicht viel zu sagen, da haben alle Völker gut eingetragen. Die Sanftmut, Wabensitz, Schwarmneigen, Winterfestigkeit, Frühjahrsentwicklung und Volksstärke. Dann wollen die natürlich, das was wir gesehen haben, zur Saalweidenblüte. Man sieht, das rechnet hier auch automatisch aus. Würde ich hier 5 Milben eintragen. Ich mach's mal kurz. Ja. Warnung. Dann wäre hier natürlich auch hier dementsprechend das ausgedrückt. Wie Milben waren es jetzt? Keine Ahnung. 2 waren es, glaube ich. Ne? Ja. Und hier ist praktisch die Auswaschproben. Das ist hier auch unglücklich gelöst, muss man im Rande mal sagen. Nämlich, wenn man sich hier an der Frontmaste anguckt, wir nehmen mal eine Auswaschprobe. 6 Milben sind gefallen von 30 Gramm Bienen, ist ein Quotient von 0,2, also 2% Befall. Aber wenn ich jetzt hier auf die Messungen gehe, weitere Messungen, da wollen die eigentlich hier die Wochen, also die Kalenderwoche haben. Woche, ja, Kalenderwoche hätten wir da oben noch hinschreiben können. Ja, die Kalenderwochen haben was vorne. Das sind 2 Messungen, habe ich da gemacht. Ich mache immer 2 Messungen. Was hier vorne eigentlich gar nicht angegeben ist. Ne? Also wenn ich nur eine Messung mache, dann wissen die nicht, welche Kalenderwoche. Ja? Okay. Und die Ausnahmerate im arithmetischen Mittel. Dann noch Krankheiten, Rassenmerkmale. Gut, das ist dann die Merkmalskörung. Und dann noch andere Dinge. Habe ich gesagt, okay, dann spiegel ich das mal auf meine Stockkarte. Und die sieht so aus. Gucken wir uns mal die einzelnen Elemente genau an. Das ist die Königin, okay, Rasse, Kanika, Linie, Zuchtbuchnummer, richtig. Die 2a will ich wissen, die 4a will ich wissen, hört auch da oben. Der Schlupftag, das Zeichen und gut, bei Fremdprüfung kann ich oben entscheiden, Eigenprüfung oder Fremdprüfung, will ich auch wissen, ob die Königin Flügel geschnitten hat oder nicht. Im Volk will das Rähmchenmaß wissen, die Beute, wann ist das Volk erstellt worden und als was. Das heißt als Kunstschwarm, als Brutableger oder ähnliches. Wo steht das Volk oder wo habe ich es hin verfrachtet, will ich hier haben. Das sind eigentlich ganz normale Angaben, die mich interessieren als Züchter. Das heißt, wenn ich die Zuchtkarte und die bleibt im Volk, das werden wir später noch sehen, die kann nämlich noch viel mehr als das, was hier drauf steht. Das werden wir dann noch vorführen, weiß ich, aha, das ist das Volk, weil ich habe keine Nummern auf meinen Beuten stehen. Ich sehe das an der Zuchtkarte, was da drin ist. Hier habe ich noch ein kleines Gimmick eingebaut, das ist mein Emblem. Und hier oben kann ich dann praktisch noch das Blättchen generieren, wie die Königin eigentlich aussieht. Ist nicht nötig, weil hier steht das Zeichen. Aber ich sehe gleich, aha, das ist eine grüne Königin mit dem 97. Das kann ich dann ganz einfach ändern. Okay, gucken wir uns mal. Die erste Eintragung wird wahrscheinlich dann hier in diesem Kästchen
vollführt werden, die Varroa-Behandlung. Das will ich natürlich wissen. Und zwar wird hier in der ersten Zeile die Winterbehandlung stehen des Volkes. Wurde ja im Juni erstellt und die erste Behandlung ist eigentlich dann die Winterbehandlung. Vielleicht noch, je nach Bedarf, eine Ameisensäurebehandlung. Und beim Erstellen wird sowieso behandelt, das steht aber nicht hier drin. Das will ich nicht wissen. Beim Erstellen, das hat noch nichts mit der Königin zu tun, da sind Platzhalter der Königin drin und ähnliche. Das will ich da noch nicht wissen. Die erste Behandlung ist hier die Winterbehandlung und dann kommen noch zwei Ameisensäurebehandlungen, aber dann ist auch die Prüfung abgeschlossen. So, als nächstes wird wahrscheinlich das interessant sein. Das sind die drei Prüfungen während der Saalweidenblüte. Das heißt, es wird in 3 Wochen der Milbenfall ausgezählt. Hier schreibe ich dann das Datum hin. Das heißt, das müssen wir natürlich noch ändern, weil wir haben ja gesehen, hier, wenn ich hier mal rangehe, das ist das entsprechende Formular, wird die Kalenderwoche gefragt, nicht das Datum. Jetzt müsste ich wieder, oder muss ich im Moment noch gucken, aha, scheiße, was ist das für eine Kalenderwoche, und muss das dann umgehen. Besser ist es dann, das müssten wir dann ändern, hier praktisch, jetzt muss ich da erstmal zurück. Okay. Hier müsste ich eigentlich Kalenderwoche eintragen. Oh. Warum? Ja, das ist eine größere Sache. Eigentlich. Ah, jetzt geht's. KW wollen wir da wissen. So. Okay, ist egal. Hier trage ich die 3 Messungen ein. Dann habe ich das erledigt. Dann ist dieser Teil der Prüfung abgeschlossen. Das könnte eigentlich theoretisch dann 1:1 in die Zuchtwertschätzung, in das entsprechende Formular bei BeatBreed eingetragen werden. Das heißt, ich bin am Volk, trage das ein, kann es dann direkt in BeatBreed eintragen, so wie ich es hier aufgeschrieben habe. Das gleiche gilt für den Nadeltest. Das Einzige, was ich hier machen muss, im Gegensatz zum Formular von AGD, ich müsste dann hier das arithmetische Mittel der ausgefressenen Zelle ermitteln. Aber das ist eine Rechnung, das ist kein Problem. Das sehen wir auch später. Ich werde gleich mal zeigen, wie ich das in BeatBreed dann eintrage. Wir gucken uns ein ausgefülltes Protokoll an, so eine ausgefüllte Stockkarte und tragen das gleich live in BeatBreed ein. Selbe ist bei der Auswaschprobe, genau das gleiche Spiel. Ich habe hier auf meiner Stockkarte, zur Stockkarte / Zuchtwertschätzung, habe ich hier 2 Zeilen, da kann ich meine Waschprobe, mein Ergebnis eintragen, kann das 1:1 in BeatBreed übertragen. Nächstes Formular ist die Schleuderung, das wollen wir auch wissen, auch relevant für die Zuchtwertschätzung. Das heißt, die Tracht schreibe ich da dazu, das heißt Frühtracht, meistens Frühtracht, Rubinie und Wald oder Sommerblüte und die Masse in Kilogramm da hinten. Und das mit Datum und dann kann ich das auch dementsprechend im 1:1 hier übertragen. Teiltracht 1, Teiltracht 2, Teiltracht 3. Gut, wir hier haben ab dem 16. August keine Tracht mehr, außer das Springkraut, aber das vernachlässige ich. Da trage ich nichts ein. Geschätzte Vorträge setze ich generell auf 0. Wenn ich alle Völker so bewerte, dann ist das meines Erachtens okay. Ich schätze keine Vorräte. Gucken wir uns das nächste Feld an. Dann sind wir bei der Populationsschätzung. Die erste Populationsschätzung mache ich schon im Oktober. Das heißt, wie winde ich das Volk ein? Und dann mache ich eine noch Ende März. Und das war es eigentlich. Wenn ich ganz gut drauf bin, dann mache ich im Ende Juni nochmal eine Volksschätzung. Das werden wir dann praktisch für die Volksstärke hier
relevant, aber das schätze ich so und schreibe das so auf die Stockkarte drauf. Welchen Eindruck das Volk macht. So, und jetzt kommt es zum eigentlichen Highlight, und zwar die Durchsichten. Ich habe es für pro Prüfvolk bis zu 6 Durchsichten anberaumt und habe gleich im Ankreuzverfahren das so dargestellt. Das heißt, das Datum muss ich noch eintragen, eventuelles Wetter, das ich vergleichen kann, die Völker. Und die Völker einer Prüfgruppen werden sowieso an einem Tag durchgesehen. Und hier brauche ich dann nur noch anzukreuzen. Ich habe hier 7 Wahlmöglichkeiten von 1 bei der Sanftmut. Mal 1 heißt, Mist, wo habe ich meine Schwefelstreifen hingelegt? Ne? Oder bis 4, so sehe ich, zu doof zum Stechen. Ne? Habe ich hier die Wahlmöglichkeiten, selber beim Wabensitz. Hier, ich ziehe schon die leere Wabe aus der Kiste raus, die Bienen fallen direkt ab. Oder 4, sie bleiben wie im Feld sitzen und bewegen sich fast nicht. Ne? Wie gesagt, dieses Jahr habe ich die 4 überhaupt nicht vergeben. War nicht nötig. Ne? Bei der Schwarmneigung, da gibt es nur 4 Wahlmöglichkeiten, ist ganz klar. 4 heißt keine Schwarmanzeichen, 3 heißt am Zellen angeblasen, durch Ausbrechen ist der Schwarmtrieb verschwunden. 2 heißt, ich musste größere Maßnahmen ergreifen, Zwischenableger oder ähnliches. Und 1, geschwärmt. Das ist bei allen Durchsichten gleich. Und mehr muss ich nicht wissen. Was ich noch wissen muss, sind Krankheiten und ähnliches. Da ist aber die Rückseite, weiterführende Bemerkungen, Betrachtungen und Völkerführung. Und da habe ich eine ganz stinknormale Stockkarte, kann ich eintragen, Datum und was mir aufgefallen ist. Dann steht so ähnliches wie 1.5. viele Drohnen mit weißen Augen oder sowas. Ja. Oder Stichkassier selber schuld, Biene gequetscht. Ne? Geht nicht. Oder 1.7. Bienenprobe entnommen für Merkmalskörung. Oder ähnliches, was hier vorne nicht ist, was vielleicht relevant sein könnte, natürlich auch Krankheiten. Zum Beispiel 3 Bienen mit Anzeichen von Paralyse entdeckt. Zuflug? Fragezeichen. Oder gelbe Ringe entdeckt. Räuberei? Zuflug? Verfluch? Fragezeichen. Wenn ich am Ende des Jahres gelbe Ringe im Volk sehe, dann ist das noch kein Alarmzeichen, aber ich weiß, aha, aus diesem Volk brauche ich keine Körproben mehr zu nehmen. Wenn so viel Verfluch da ist, da brauche ich keine Körproben mehr zu ziehen. Ja. Das notiere ich hier in diesem Ding. Aber das ist alles. Mehr will ich nicht wissen und dementsprechend habe ich meine Stockkarte konzipiert. Aber die Stockkarte kommt noch mehr. Die Stockkarte wird nämlich ausgedruckt und wird von mir laminiert. Das zeige ich hier in diesem kleinen Film. Also, ich vor der Rückseite werden hier in die Folie eingelegt und werden dann durchs Laminiergerät laufen lassen. Darauf geachtet, dass die Ränder. Dass das Papier nicht aus den Rändern rausguckt, damit das ganze Ding wasserdicht ist. Und somit, was muss ich noch an den Bienenstand mitnehmen? Muss ich noch irgendwelche Formulare mitnehmen? Muss ich noch mein Stockbuch oder mein Standbuch mitnehmen? Nein. Das Ding kann ich über die Deckelfolie legen. Das Ding ist wasserdicht. Und das Einzige, was ich brauche am Stand, ist ein wasserfester Stift. Das heißt, ich schreibe nicht direkt auf das Papier in das Stück, sondern ich schreibe auf die Laminierfolie. Und das hat den Vorteil, wenn ich zum Schluss, erstens wasserfest, klar, ich kann das Ding, es kann regnen, ganz egal, das Ding ist wasserdicht. Und zum Schluss werden die eingesammelt, werden die Bild eingetragen, 1:1, das zeige ich gleich. Und ich brauche nur einen wasserfesten Stift, den ich mir eventuell auch am Stand deponieren kann. Besser 2, also erfahrungsgemäß 2, weil es geht immer einer kaputt. Und kann das dann eintragen. Und ich verstehe nicht, dass ich noch keine die Mühe gemacht habe, für die Zuchtwertschätzung eine eigene Stockkarte zu kreieren. Sondern nur mit solchen Krücken
wie man es da bei der AGT gesehen hat, zu agieren. Das heißt nicht, dass meine Stockkarte hier perfekt ist, aber die ist dementsprechend perfekt für mich, weil wir sehen es dann, wie viele Eintragungen da drin sind. Ist ein Witz, aber ich habe alles notiert. Alles, was BeatBreed von mir wissen will, ist alles in dieser Stockkarte drin. Mehr wollen die nicht wissen, mehr schreibe ich nicht auf. Und wenn ich Lust habe, mehr aufzuschreiben, dann habe ich immer noch meine Rückseite. Und das Gute noch ist, wenn ich fertig bin, wenn alles in BeatBreed eingetragen ist, nehme ich, wer Frauen zu Hause hat, hat auch Nagellackentferner und putzt die Stockkarte sauber und ist für die nächste Prüfung fertig. Ja. Also das hier, das brauche ich, ist ja eh nur so ein Gimmick, ja. Aber ist für die nächste Prüfung fertig und ist auch ein Beitrag zur Nachhaltigkeit, sage ich mal. Ich brauche nicht dauernd zu laminieren. Ich laminiere mir 12 Stück oder was für 2 Prüfgruppen und das langt mir immer. Ich brauche da nie eine neue zu machen. Also ist so verschmutzt oder aufgesplitzt oder sowas, dass ich dann die ersetzen müsste. Ja, gucken wir mal, wie das so funktioniert. Im Live. Hier auf dieser Seite habe ich mal eine Stockkarte. Ich muss gerade gucken, was das ist. Die ist begattet im Spessart, sehe ich gerade. Ist auch eine von Bencale. Und zwar 23/20/13. Die Königin suche ich mir hier mal raus, kurz. Na, kommt her. Hier in BeatBreed, zurück zur Liste. Ist die 4004. Da, ich sehe es gerade nicht, ich bin blind. Ah ja, hier. 4004, das ist diese hier. Jetzt gucke ich erstmal, ob es stimmt. 2004, die Mutter 2003, stimmt auch. Die Anpaarung steht hier nur Spessart, Belegstelle. Grün 1 ist auch die 1er Königin, hier ist das Zeichen. Okay, dann tragen wir das mal ein. Stand ist Stand BS Hartgraben, also Bienenstand Hartgraben. Das ist, bin ich falsch, das hier die 2. Okay, Bienenstand 2, dann Teiltracht 1 ist die Frühtracht. Das ist 17,2 Kilo. Oh, die war nicht so gut. Dann Teiltracht 2. Nee, das ist 17,2 bis 22,3 sind 30, 39,5 Kilo. 39,5 Kilo haben wir hier. Und hier haben wir noch der Wald. Das waren 7,2 Kilo. Da hat sie versagt. 3 haben wir 0. Und das war's. Was ist jetzt? Bin ich hier rausgesprungen. Vorführeffekt. Hör mal rein. Aber hier sehen wir, das Volk hat in der Summe 46,7 Kilo Honig gemacht. Und jetzt werden mal die Eigenschaften aus. Da gehen wir hier runter. Da gucken wir uns das mal an. 3, 3,5, 3, 3,5, 3,5. Und hier habe ich überhaupt nicht bewertet. Also die fünfte, das wird nicht, das ist nur Scheiße, ist geschwärmt, da habe ich gar nicht. Ah, der ist geschwärmt, ja. Die Königin ist also nicht mehr da. Da habe ich gar nichts mehr gemacht. Das rechne ich mir natürlich gerade aus. Mancher kann es im Kopf. Ich mache es einfach. Ich gebe 3,5 plus. Ja, das können wir eigentlich mal live machen. Was ist das? Moment, hab Geduld mit mir, 3,5 plus, bloß hier live machen, dass man sieht, wie schnell das geht. 3,5 ist geteilt durch 4 und da komme ich auf 3,38, das heißt 3,4 hat das Volk in der Sanftmut. 3,4
Ah, ich darf nur nicht Return drücken. Wenn man Return drückt, dann gibt es keine Eingabe, sondern springt zurück. Ach nee, in Ordnung. Auch nicht in Ordnung. Wabensitz 3, 3, 3,5, 3. Das heißt 9, 10, 11, 12,5 durch 4. 12,5 teil durch 4 ist 3,13. 3,1. Wabensitz. Schwarmneigung ist die 1, weil ist es geschwärmt. Hier zählt der schlechteste Wert, wird hier eingetragen, der Schwarmneigung. Die 1. Gewinn der Festigkeit. Jetzt habe ich die Rückseite nicht da. Jetzt gucke ich mal beim Original die Rückseite an. In der Festigkeit war bei diese auch die 3, Frühjahrsentwicklung war auch die 3 und Pulsstärke war auch die 3. Okay. Jetzt kommen wir zum milden Fall. Das ist natürlich da oben die Varroa angesiedelt. Das sind 21 Tage, sind 3 Milben gefallen. Das heißt 3 Milben. In 21 Tagen. 21 Tage sind hier die 3 Wochen und hier sind die 3 Milben. So, fertig. Wir können zwischendrin mal speichern, einfach mal. Dann haben wir dann das Ergebnis. Hoffe ich. Und hier gehen wir gleich auf weitere Messung. Das war, glaube ich, die 21. Woche. Wie gesagt, das müssten wir hier ändern in Woche, ne? Na hier, wo sind wir jetzt? Hier. Das ist der Nadeltest und das ist die Auswaschprobe. Wir sind bei der Auswaschprobe. Die 21. Woche waren Milbenzahl 8, Trambinen 30 Gramm. Und hier war Milbenzahl 14, 30 Gramm. Das war die Woche 28. Speichern. Jetzt sind wir zurück und haben hier schon den Quotienten automatisch ausgerechnet. Und die Ausräumraten noch, das ist der Nadeltest hier, das ist einmal 32, einmal 41. Das sind 70, 73 durch 2. Sind 36,5. 36,5. 5,5. Geht nicht. Also machen wir 37. Immer zugunsten des Angeklagten. Ja. Und mehr wollen die nicht wissen. So schnell habe ich das gesamte Volk hier die Werte eingetragen. Achso, hier müssen wir noch geschätzte Werte 0 eingeben, mehr gesagt. So, jetzt machen wir einfach prüfen und speichern. Und wenn wir jetzt mal hier weiter rüber gehen, sind wir hier an dem kleinen Haken. Oder sollen wir sehen? Ach, Leistungsprüfung abgeschlossen. Damit wir mit dem Volk fertig sind, das müssen wir auch noch eintragen. Das vergesse ich immer. Unten ist irgendwo was sein. Leistungsprüfung abgeschlossen. Ich soll da gucken. Hier, Leistungsprüfung erfolgt. Hier machen wir das Ding hin. Prüfen und speichern. Das war's. Mehr ist es nicht. Also wie gesagt, da muss jeder mal seinen Weg finden und vielleicht hat jemand noch mehr bessere Ideen, aber ich habe einfach, was wollen die wissen, habe ich hier rein projiziert. Und das war's. Für mich ist das die beste Lösung und die schnellste Lösung. Und ich brauche nichts mehr aus irgendwelchen Büchern, irgendwelchen Zetteln zusammensuchen, damit ich meine Daten für ein Volk bekomme. Sondern ich habe das Ding laminiert im Bienenvolk stehen,
An manchen Stellen habe ich es neben Bienenvolk, habe ich es im Auto, weil ich weiß, dass da Leute in die Völker reingucken. Deshalb habe ich die dann im Auto. Aber an Bienenständen, die abgezäunt sind, da liegt es bei mir im Volk. Ich habe wirklich nur einen wasserfesten Stift dabei. Das heißt, das war unsere Stockkarte vom Deutschen Imkerbund. Und das ist nochmal die Stockkarte, die ich benutze. Mit natürlich dem Anhang, mit meinen Bemerkungen. Wer gerne schreibt, hat eine ganze Seite voll, wo ich auslassen kann. Aber das Relevante, was die Zuchtwertschätzung von uns wissen will, ist hier in einem DIN A4-Blatt zusammengefasst. Wenn man sich mal anguckt, wie viel ich im Endeffekt hier geschrieben habe. Ich mache es mal größer. Das hier oben habe ich sowieso geschrieben. Ja. Das ist der Name vom Volk, sage ich mal. Aber dann, sagen wir, da reicht der wasserfeste Stift lange. Ich mache da ein paar Kreuzchen, ein paar Daten. Manchmal schreibe ich noch hin, sonnig und warm, sonnig heiß. Und mehr ist es nicht. Ja, das wollte ich euch mal kurz zeigen. Oh, da hinten sind noch mehr Stockkarten, ihr seht. Ja, in diesem Sinne, frohes Schreiben, frohes Auswerten eurer Notizen. Ich werde es dieses Jahr schnell hinbekommen, weil ich im Winter, wo ist es? Hier, im Winter 2014 habe ich das gemacht. Nicht aus Langeweile, sondern weil mir es einfach auf den Geist ging, die Aufschreiberei und die Suche nach den Werten. Ja. So, jetzt erstmal zurück aufs Boot. So, ich hoffe, euch hat mein kleiner Film gefallen. Dann könnt ihr ruhig einen Daumen hoch geben, das würde mich freuen. Oder wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen runter. Dann schreibt bitte in die Kommentare, warum, was kann man besser machen und so weiter. Aber das war's für heute und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. In diesem Sinne, okay.